So, nachdem Gio ja eigentlich schon der Meinung ist, dass das Battle hier definitiv verloren ist für mich, schauen wir mal, ob er mir vielleicht doch noch ein paar Punkte gibt auf meine Runde damals gegen Nevis. Let's go. Gesehen. This is Majestic. Majestic. Okay, interessante Beatwahl. Das fand ich so lustig damals, dass Moritz und Sandro da diesen Kopf reingeschnitten haben immer. Ich glaube, der einzige Rapper, dem das echt wehtun würde, wäre Mert. Ich akzeptiere das einfach nicht. Ihr müsst akzeptieren, dass ich das nicht akzeptiere. Sag Boah, mir, der warum komische Typ machst du Mert, das, Alter. mein Junge? Hast du es nicht schwer genug gehabt? Das Reflektieren der Probleme deiner Jugend satt. Ich kann dich nicht betteln mit einem guten Gewissen. Und darum werdet ihr mir vorher etwas zuhören müssen. Denn ja, das finde ich feierbar, Digga. Ich feiere das, wenn Leute. Ich liebe die Runde. Jay Jiggy hat mir die Runde ein bisschen gefickt, weil er sagt, ich habe zweimal den Endreim Aufmerksamkeit und das ist doppelt gemoppelt. Und ich denke so, ja, du Korinthenkacker, hast du recht, Alter. Das nervt mich seitdem immer ein bisschen. Aber darüber hinaus finde ich die Runde echt cool. Mit so einem kreativen Ansatz an so ein Battle gehen. Ich habe das damals bei MVBT gemacht. Leider sehr unbekannte Runden. Ich hatte zum Beispiel so eine Runde, jetzt kommt ein bisschen Selbstbeweihräucherung, ja, muss natürlich sein, ne? Mach. Da gab es so eine Runde, die habe ich so aufgezogen. Die war natürlich weitaus wacker. Da war ich, das ist ja noch viele Jahre vorher, das war 2011 oder 12. Da hatte ich zum Beispiel so eine Runde, da habe ich zu Gott gebetet. So. Das war so eine Art Gebet. In der ganzen Runde und ich habe zu Gott gebetet und versucht, meinen Gegner in Schutz zu nehmen und Gott gefragt, warum er so wack ist, wie er ist und das auf so eine tiefe Art und Weise. Ich feiere das, Digga. Ich finde so eine Herangehensweise einfach erfrischend. Ist nice. Vor allem bei so einem Gegner auch cool. Er macht weitaus besser als zum Beispiel. War das Gio gegen Akne? Das stand da gerade im Chat. Das würde mich jetzt interessieren. Gegen Akne? Nee, das war die VR2. Die hier? Oder die hier? Oben oder unten? Sieht eher nach der hier aus, ne? Navi, ich weiß, für dich ist diese Zeit gerade schwer. Dabei ist unser Battle mittlerweile 3 Jahre her. Doch wie du weißt, war es fair, dass du damals geflogen bist. Selbst deine Freunde gaben damals ihre Votes an mich. Denn du warst einfach noch nicht reif genug für so ein Battle. Denn keiner deiner Lines war gut. Auch wenn du damals noch dachtest, du hast den Scheiß im Blut, weißt du es heute besser, obwohl du es noch heimlich tust. Das ist okay, ey, ich war doch selbst in der Anfangszeit 2012, du warst damals noch nicht lang dabei. Du konntest nichts dafür, es kam halt einfach so. Du hattest keinen Style, keinen Punch und keinen Flow, dann ist es natürlich schwer zu battlen. Mann, da kann man nicht erwarten, die Snare zu treffen. Also glaube mir, nein, du bist nicht Navi. Du hast dich verschrieben, Mann, du bist naiv. Oder warst du? Starke Ich weiß, Zeiten ändern sich. Es könnte sein, dass du heute. Nope, das war die VR1. Ja, was denn jetzt, Mann? Ach, da, ja. Da sieht's doch schon so aus, okay. Aber die war jetzt auch schon deep, okay. Lieber Gott, es gibt so viel Dreck, den ich draußen sehe, wie in dem Turnier, in dem ich rap, das nennt sich VBT. Mein erster Gegner, glaube ich, kennst du verlieren. Er denkt, Glanz zu kopieren, bringt ihm Fans im Turnier, auch das ständige Yeah. Lässt mich glauben, er kann gar nichts außer Rapper, die er kennt, imitieren. Ah, VBT war schon eine geile Zeit, ne? Er setzt auch den Trend und kriegt den Doppelnamen. VBT war schon eine geile Zeit, Alter. Ich brauch deine Hilfe, weiser Mann. Warum macht man hier mit, wenn man noch nicht mal Silben reimen kann, wo er recordet? Ey, das stimmt im Kleiderschrank, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob sich das Kind das leisten kann. Gio damals 100% auch im Kleiderschrank recorded. Wir haben damals alle im Kleiderschrank recorded, Alter. Ja, okay, gut. Wissen wir jetzt, was er meint. Hier hat echt einfach Spaß gegen, gemacht. Nee, war eine richtig war geile Zeit, Mann. Abek, genau. Der zum Beispiel da voll verkrampft und ernst so. Das wäre auch nicht cool gekommen. Ich meine, klar, er hat trotzdem safe gewonnen, aber er hätte sich damit irgendwie auf eine Stufe gestellt. Bis 2027, das ist halt so ein ja, bisschen so dieser Kollega-Move, von dem wir so aktuell sehen, dieses so Distanz aufbauen, rein jetzt so von der Art und Weise, wie man damit umgeht. Aber einfach ich mag es lieber, irgendwie den Content fresh für jeden Abend zu machen, ich weiß nicht. Ja, Rap-Sparring fuckt richtig ab. Ich bin immer noch die ganze Zeit mit dem Patrick in Kontakt. Dass wir das irgendwie hinkriegen. Aber es gibt anscheinend manche Leute, die wollen einfach die Runden nicht haben. Es gibt viel Rap-Sparring-Zeug. Es gibt sehr, sehr viel Rap-Sparring-Zeug.
was man noch abchecken kann, was auch noch online ist. Aber ich glaube, das ganze Turnier wird arschschwierig. Wir gucken mal. Von oben herab. Auch wenn das jetzt nicht auf eine arrogante Art macht, aber halt so dieses Bemitleidenswerte. Aber lass reingehen, finde ich interessant, Digga. Sag mir, warum machst du das, mein Junge? Hast du es nicht schwer genug gehabt? Das Reflektieren der Probleme deiner Jugend satt. Ich kann dich nicht retten mit einem guten Gewissen. Und darum werdet ihr mir... Ich will mal was ausprobieren. Cash, das schweift natürlich wieder ab. Gibt es das Instrumental von dieser Runde? Safe, oder? Es ist auf jeden Fall Majestic, das weiß ich. Mhm. Ich will mal gucken, ob ich es noch auswendig hinkriege. Stört euch das? Nö. Okay, wir machen es einfach. Bevor wir es hören. Weil ich glaube, ich habe die noch drin. Ich bin behindert, was sowas angeht. Sag mir, warum machst du das, mein Junge? Hast du es nicht schwer genug gehabt? Das Reflektieren der Probleme deiner Jugend satt. Ich kann dich nicht betteln mit einem guten Gewissen. Und darum werdet ihr mir vorher etwas zuhören müssen. Denn diesen Jungen hat die Welt verdreht. Seinem Dad aufgrund von Arbeitslosigkeit das Geld gefehlt. Und Mom nur für sich selbst gelebt. Sie trank während der Schwangerschaft und liebte dich nicht. Das ist der Grund für dein entstelltes, deformiertes Gesicht. Für deinen Sprachfehler und für die Komplexe, die du hast. Ja, unser Nevis wurde von Anfang an belächelt in der Stadt. Und tagtäglich von den Kindern auf dem Pausenhof gedisst. Denn keiner spielt mit einem Behinderten mit Down-Syndrom-Gesicht. Was bringt die anderen dazu, zu dir so grausam zu sein? Du wolltest doch nicht mehr als etwas Aufmerksamkeit. Doch niemand gibt dir mal die Chance, über dich zu reden. Und aus Einsamkeit und Trauer werden psychische Probleme. Für Mom und Dad wurde er austauschbar. Wir haben vor dem Fernseher gesessen und drauf geschissen. Um wie viel Uhr er zu Hause war, er schämt sich dafür. Er ist traurig und weiß, keine Frau auf dieser Erde schenkt ihm Aufmerksamkeit. Und er weiß auch, im JBB wird er gehatet von den Massen. Doch er nimmt den Spott in Kauf, so wird er wenigstens beachtet. Und ich find die Kommentare unter deinen Clips so widerlich, wenn man bedenkt, dass deine Quali nur ein Schrei nach Liebe ist. Denn du bist nicht mehr du selbst, ist da denn niemand, der dir helfen kann. Du bist verzweifelt und weinst, lass mich allein, es tut mir so leid. Lieber Gott, warum muss ich es sein, der dir mal allein den Spiegel zeigt? Aber vielleicht muss es sein, damit du begreifst, so geht es nicht weiter. Ha. Ich bin halt einfach gut, Digga. Was soll ich sagen? Ich bin halt einfach gut. Nice, geil. So, weiter geht's. Vorher etwas zuhören müssen, denn diesen Jungen hat die Welt verdreht. Seinem Dad aufgrund von Arbeitslosigkeit das Geld gefehlt und Mom nur für sich selbst gelebt. Sie trank während der... Ich frag mich aber bei dem Battle, wie ihn Julian das gesehen hat. Weil es schon eine besondere Art ist, in den Battle einzusteigen. Ich persönlich feiere das, weil Julian, der ist ja... Ne, ja, der Julian hat es halt einfach nicht analysiert. Ich weiß nicht, ob ne? Das so eine Konzept-Battle oder Konzept-Songs oder wie man es beschreiben will, in so einem Battle feiert. Ich bin sehr gespannt, wie er daran geht. Schwangerschaft und liebte dich nicht. Das ist der Grund für dein entstelltes, deformiertes Gesicht. Ich liebe das, wie so im Laufe der Runde, im Laufe auch dieses deepen Parts, die Punchlines so subtil eingewoben werden. Ne, dass man nicht einfach sagt, du bist hässlich und behindert, sondern das so bemitleidenswert sagt, weil das stellt es so krass als Fakt hin. Das ist gar nicht so, okay, ich unterstelle dir das jetzt, sondern das ist klar und die Reaktion darauf, dass das so ist, tut mir so leid. Sie trank während der Schwangerschaft und liebte dich nicht. Das ist der Grund für dein entstelltes, deformiertes Gesicht. Für deinen Sprachfehler. Das ist schon böse, Digga. Und für die Komplexe, die nice. Du hast. Ja, unser Nevis wurde von Anfang an belächelt in der Stadt. Und tagtäglich von den Scheiß ist sein PC Kindern abgeschmiert, Digga. Das Einzige, was abgeschmiert ist, ist Julian. Denn keiner spielt mit einem Behinderten mit Down-Syndrom-Gesicht. Das war wirklich frustrierend, weil mich hat das auch total interessiert. Ich wusste, dass ich das gewinne, ne? Das war mir klar, aber mich hat total interessiert, ob Julian das geil findet und was er dazu sagt. Und deshalb fand ich das echt schade, Mann. Ja, das ist assi, Alter. Das ist sehr assi, aber es ist sehr gut gemacht. Warum muss ich es sein, der dir mal einen Spiegel zeigt? Das ist für mich Top 5 Assoziation Leute im JTB. Liebst, dankeschön. Ja, das finde ich super gut. Ich finde es mega nice. Ich mag die Runde sehr. Diese Art von Gegner.
Bombe. Was bringt die anderen dazu, zu dir so grausam zu sein? Und Cash schafft's auch gut. Ne, das ist ja auch so einer von denen, die auch viele deepere Songs gemacht haben. Und deswegen weiß er auch, wie er auf so einem Beat zu performen hat. Wir sind beides Leute gewesen, die immer sehr gerne auch deepere Songs gemacht haben. Ich weiß auch, dass Cash es auch gerne, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals zumindest sehr viel auch deeperen Deutschrap gehört hat. Das war unser Ding so und das merkst du auch, wie er darauf kommt, dass er nicht zum ersten Mal auf so einem Beat rappt. Dankeschön, Bruder. Gio und ich haben auch in der Zeit, als wir cool miteinander waren, ich kann nie so ganz einschätzen, wie das war, aber es gab mal ungefähr anderthalb Jahre werden es gewesen sein, wo ich mit Gio wirklich viel Kontakt gehabt habe. Und da haben wir uns sehr oft über so diepe Songs ausgetauscht. Da habe ich auch mit seinem Bruder meine Hook gesungen auf so einem Ex-Freundin-Song. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das von Gio war, den ich so cool fand, aber da haben wir uns auch so Underground-Rapper irgendwie gegenseitig gezeigt und so. Und da hatten wir auf jeden Fall einen geilen gemeinsamen Nenner. Das stimmt. Das war irgendwie die Zeit, wo das alles so wie eine Family war. Und mit Gio hatte ich echt mal eine Weile viel zu tun, Mann. Mit Down-Syndrom-Gesicht. Was bringt die anderen dazu, zu dir so grausam zu sein? Das war, glaube ich, dann bis zu dieser VBT-Jam 2015. Und danach war es dann nicht mehr cool. Doch niemand gibt dir mal die Chance, über dich zu reden. Und aus Einsamkeit und Trauer werden psychische Probleme. Für Mom und Dad wurde er austauschbar. Sie haben vor dem Fernseher gesessen und drauf geschissen, um wie viel Uhr er zu Hause war. Er schämt sich dafür. Er ist traurig und weiß. Keine Frau auf dieser Erde schenkt ihm Aufmerksamkeit. Und er weiß auch, im JBB wird er gehatet von den Massen. Doch er nimmt den Spott in Kauf, so wird er wenigstens beachtet. Geile Drehung, Bruder. Fast schon Gänsehaut. Fast geschafft. Ey, das ist wirklich eine gute Runde, ne? Real Talk ist wirklich eine gute Runde, ne? Das Kribbeln beginnt. Danke, Dio. Komm. Geile Drehung. Du sitzt mir doch nur an die Wäsche, Alter. Geile Wendung. Geil hingedreht. Sehr nice, Bruder. Was war das mit seinen Händen? Geile Wendung. Geil hingedreht. Es fällt an. Catch us aller. Hat kurz den Nevis gemacht. Geile Drehung, geile Wendung, geil hingedreht, sehr nice, Bruder. No joke, nice. Hier wird er gehatet von den Massen, doch er nimmt den Spott in Kauf, so wird er wenigstens beachtet. Und ich finde die Kommentare unter deinen Clips so widerlich, wenn man bedenkt, dass deine Quali nur ein Schrei nach Liebe ist. Es tut mir so leid, nice. Denn du bist nicht mehr du selbst, ist da denn niemand, der dir helfen kann. Du bist verzweifelt und weinst, lass mich allein, es tut mir so leid. Digga, ich hab wirklich Gänsehaut gerade ein bisschen. Ich hab wirklich so ein paar Knospen auf der Haut. Ey, echt, geile Runde. Ja, nee, geh zum Arzt, wenn du Knospen auf der Haut hast, Bruder. Digga. Ich will gerne deine geilen Knospen mal sehen, mein Freund. Lass mich allein, es tut mir so leid. Lieber Gott, warum muss ich es sein? Mit dir mal alleine. Kennt ihr so Erotikgeschichten im Internet? Es gibt so eine Seite, die heißt Lit Erotica. Und da gibt es so Sexgeschichten. Und die lese ich manchmal aus Joke, wenn ich besoffen bin, lese ich die mit einer Freundin zusammen. Lesen wir uns die einfach so vor gegenseitig und machen so ein Nicht-Lachen-Ding da draus. Und da werden dann immer so, und mich überkam eine Gänsehaut, als sie ihr Oberteil auszog und ich zum ersten Mal ihre jungen, festen Knospen stehen sah. Knospen ist ein Wort, das kann ich nicht mehr hören, ohne darüber nachzudenken. Ich bin geschädigt. Ich habe einen merkwürdigen sexuellen Bezug zu dem Wort Knospen. Lest ihr auch immer als Joke unter der Bettdecke. Guck mal, als ob ich euch nicht erzählen würde, wenn ich sagen würde, ich gebe mir das manchmal als Pornoersatz. Aber nö, kann ich, gibt mir gar nichts, Alter. Ich find's nur funny. Lieber Gott, warum muss ich es sein, der dir mal allein einen Spiegel zeigt? Aber vielleicht muss es sein, damit du begreifst, so geht es nicht weiter. Ja, Cassius kann natürlich auch super singen und musikalische Hooks. Also das ach ist natürlich komm, ach, eine seiner Stärken. Passt auf. Super nur mal so eingeworfen, findest du, die Runde gehört zu deinen Top 3 JBB-Runden und welche drei Runden findest du deine besten? Dankeschön für 100 Bits. Ich würde sagen, Nevis. Und wenn wir von Qualis ausgehen, habe ich ja gar nicht so viele. Nevis, TJ und die zweite Gio-Runde. TJ ist auch ein Brett, wenn man vom Video absieht auf jeden Fall. Geil, kannte ich echt nicht, Alter. Mega. Es ist wirklich crazy, Mann. Wir haben das ja auch manchmal hier.
man guckt sich Dinge nicht an. Ich habe da ja auch, als ich mit Gio drüber gesprochen habe, das ist immer für ganz viele Leute draußen so unglaubwürdig, dass man teilweise von eigenen Battles die Analysen nicht kennt oder die anderen Runden nicht kennt oder so. Aber man ist die ganze Zeit so kopfgefickt mit seinem Gegner und dann hat darüber hinaus keinen Bock mehr auf JBB. Ich bin im JBB mit Sicherheit weniger bewandert als 90% von euch. Ah, es kommt ein Switch. Schade, Digga. Ich hätte, glaube ich, ich fand das eigentlich ziemlich geil als Konzept. Aber okay, es ist quasi die Einleitung. Na, mal gucken, wie der zweite Teil ist. Chorweiler! Aber gut, wahrscheinlich wäre bei der Behindertenparkplatz, das fand ich so einen lustigen Joke, Alter. Da sind irgendwie nie genug Leute drauf eingegangen, dass ich da einfach als Videolocation Behindertenparkplatz hatte. Da habe ich mich so gefeiert. Ich bin damit auch nicht weit gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das aktuelle Regelsystem war mit Punchline-Dichte und so. Keine Ahnung. Wahrscheinlich alleine aus in der Hinsicht wahrscheinlich schon schlauer. Chat, wer von euch will mir seine geilen Knospen zeigen? Ich will, dass ihr hart von eurer Haut abstellen. Ich will, dass du die Kleine vor die Cam holst. Ich will ihre schönen Locken sehen. Spaß, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich mal kurz pinkeln gehe und wir danach weitermachen. Bis gleich. Jetzt werden wieder Minderheiten diskriminiert. Und bis auf dieses Battle hat der Behinderte bisher nichts zu verlieren. Ah, jedes Mal, wenn jemand sagt, du siehst wie deine Mutter aus, denn sie sich insgeheim hätten wir damals mal einen Hund gekauft. Deine Songs bestehen nur aus behinderten Witzen. So ein wie dich hätte man einen Schwarter von der Klippe geschmissen. Und weil sich kein Mädchen jemals in das Scheuser verliebt, mach es kurz einen Prozess mit dir, nenn es Euthanasie. Ich find die Vocal. Tell me hat safe 100 solcher Voicemails von Cashes. Soll ich mal gucken? Ich schwöre, mein Chat, mein WhatsApp-Verlauf mit Timey ist so ehrenlos. Der ist so ehrenlos. Also ich kann jetzt nichts leaken, was Timey geschrieben hat. Ne? Timey hält sich da auch raus. Aber warte mal, was haben wir hier? Warte. Na, was habe ich? Hier ist, also wir haben auf jeden Fall viel Synergy im Chat. Den hier habe ich da, aber nee, habe ich ihm das bei Insta oder habe ich das wieder gelöscht, damit ihn niemand damit abfacken kann? Aber ich habe Timmy auf jeden Fall schon häufiger mal einfach random nachts geschrieben, er soll die Kleine mal vor die Kamera rein. Definitiv. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Auch wenn das natürlich ein Thema ist, im Großen und Ganzen sollte man sich da nicht drüber lustig machen, ne? Aber es ist manchmal auch schwer, sowas zu ertragen, ohne es auch ein bisschen mit Humor zu nehmen. Ein bisschen zu tiefenlastig abgemischt für meinen Geschmack. Und ich fand den ersten Teil eigentlich ziemlich geil. Aber wahrscheinlich hat man damit im JBB halt, sieht man damit wahrscheinlich kein Licht. Wenn man nur dieses Konzept fährt. Aber ich fand's sehr geil. Ja, englische Vita hat's verstanden. Cash is Clay rappt auf einem Behindertenparkplatz. So wie es sein soll, Alter. Ich bin hier jemals in das Häuser verliebt. Mach es kurz im Prozess mit dir, nenn es Euthanasie. Alles weg, was der Verlierer hier schreibt. Deine Jetzt kommt er, ne? So krass nach Kindergarten. Dicker Gio wird geil. Du kleiner Wichser. Was? Selber Wichser, du Wichser! Du kleiner Wichser, Digga. Dann mach ich hier eine pure Lobeshymne für dich. Ja und? Was ändert das denn? Macht's den Song schlechter, dass ich dir jetzt eine Punchline gegeben habe, oder was? Bruder, da sitze ich hier. Guck mal, wie ich rede hier über den alten Rivalen. Ja, wir haben doch alles aus der Welt. Auf liebevoll mach ich. Kriegst du doch zurück.
Ich sitz da, ich lass meinen Gefühlen freien Lauf, ich sag dir noch mit Gänse und du machst den, Trigi. Den hab ich doch vor 5 Jahren gemacht. Was soll ich tun dafür, dass ich... Soll ich Julian schreiben, er soll das löschen oder was, hä? Da muss doch mal ein Gespräch stattfinden, Bruder. Ja, jederzeit, jederzeit. Du sagst mir doch immer ab, weil du Zeit mit deiner Familie verbringen willst. Das müssen wir nochmal klären, was da... Das ist nämlich hier in unserem, ne? In unserem Gespräch kam das hier nicht vor, Digga. Komm. Das hast du aber hier schön versteckt. Hast gedacht, finde ich nicht raus. Hast gedacht, bis er beim JBB 2018 ist, vergehen noch ein paar Jahre. Naja. Was der Verlierer hier... Nice. Ja gut, also, Beef mit Gio ist wieder an, denke ich, oder? An der Stelle können wir uns darauf einigen. Der Beef mit Gio ist wieder an. Zu Recht auch. Zu Recht, weil da habe ich Scheiße gebaut. Nee, Quatsch, Alter. Aber lustig. Deine Texte klingen so krass nach Kindergarten, dicker Gio wird geil. Was soll ich eins gegen den Wasser schreiben? Du bist neben Hitler einer der 2 schlimmsten Österreicher aller Zeiten, dicker, ich bin... Also ich finde den zweiten Part cool, da sind ein paar geile Lines drin, auch ein paar Filler. Hätte ich den zweiten Part auf 2 gestreckt, ja, auf 2 16er, dann wäre es mega nice gewesen. Jede Runde ein Rapper stirbt, du nur damit... Jedes Mal, wenn Cassius auf oder mit Gio reagiert, wird er von der Wortwahl 20 Jahre älter. Ist das so? Verändert sich meine Wortwahl, wenn ich auf Gio reagiere? Also ich sag dir jetzt schon, 2. Runde komplett scheiße. Der schlimmsten Behindertenquoten-Line kannst du bringen gegen das. Ich finde so, du bist neben Hitler einer der 2 größten, schlimmsten Österreicher aller Zeiten oder so. Oder ich bin hier, dass jede Runde ein Rapper stirbt, du nur damit irgendjemand wahrnimmt, dass du existierst, habe ich auch im ersten Part schon gehabt. Deshalb die beiden, die müssen halt nicht sein. Und so ein bisschen kompakter, wenn du wirklich 2 16er hast mit 16 krassen Lines, ist cool. In seinen Knospen. So. Guck mal, John West, der war gut. Du klingst so hart nach Gio, dicker Cash, ist mit geil, auch gut. Auch sehr, sehr stark, nicht schlecht. Quicks ist auch ein geiler Sänger, Alter, und hat eine sehr, sehr außergewöhnliche Stimme, ich feier das. Boah, das knallt aber auch rein, Digga. Egal wie nice, Digga. Hier dich deine Scheißfreunde nennen. Du bist so behindert, du bist der Blinde unter den Einäugigen. Und um keine Jungfrau mehr zu sein, verstehe ich, dass man Nutten fickt. Doch Nevis ist so ekelhaft, der kriegt nicht mal im Puffenstich. Erzähl mir nicht, du schreibst da. Wie kam das Feature mit Quicks zustande? Das Beste, was Quicks hier gemacht hat, ist nämlich mit. Ich habe mit Quicks jetzt aktuell keinen Kontakt mehr, wir sind aber cool. Gibt ja, ich habe ja sogar einen Song mit Quicks und Shimmy gemacht, dieses German Chopper Kings. Original ist, glaube ich, von Tech9, Yellow Wolf und noch irgendwen. Aber nee, ich habe mit Quicks keinen Kontakt mehr. Ich habe damals mit Quicks guten Kontakt gehabt, der ist ja auch Kölner. Alles cool, also soweit ich weiß, ist da kein Streit. Ich habe mich ja, er ist ja mit Moritz gut gewesen früher. Moritz und ich ist ja eine andere Geschichte, Alter. Ich will mit Moritz auf jeden Fall in diesem Leben nichts mehr zu tun haben. Auch kein Beef oder so, ist alles cool. Da sind auch 1, 2 Sachen passiert, die ich nicht leake. Der weiß aber ganz genau, wovon ich rede. Aber dadurch hat man sich irgendwann nicht mehr gemeldet so. Und ich glaube auch, also das Ding mit Moritz ist so serious, dass ich nicht glaube, dass man mit Moritz gut befreundet sein kann und gleichzeitig mit mir Kontakt haben im Moment. Und umgekehrt genauso. Yellowtech und Eminem. Ach, guck mal, ich weiß so Yellow Wolf und Tech 9 und hab so Eminem nicht auf dem Schirm. Like dieses unwichtige dritte Feature, was los? An deinen Checks allein, du Schwuchtel, kriegst doch alles vorgeschrieben, so wie Lasker oder David, nein, komm. Da muss ich aber ganz kurz sagen, Quicks macht aktuell was, habe ich in seinen Stories jetzt gesehen. Quicks haut momentan jeden Tag 3 Free Tracks raus als WeTransfer-Paket. Also solltet ihr ihm bei Instagram folgen und das auschecken, weil ihr bekommt die quasi umsonst. Er hat einen PayPal-Link, wo jeder, der Bock hat, supporten kann, aber er haut jeden Tag 3 Free Tracks gerade raus, einfach als Download. Leg gerade. Ich hatte die so ähnlich, ne? In dieser Cockschelle. Kannst du dir abschreiben, wie deine Texte. Aber vor allem in Bezug auf David Nein kann man ganz gut bringen, ne? Nice. Du schreibst an deinen Checks allein, du Schwuchtel, kriegst doch alles vorgeschrieben, so wie Lasker oder David Nein. Komm, ich erklär dir, wie man float oder Texte schreibt, deine Message zeigt oder eine Punchline aufbaut, wenn man bettelt, weißt du, was dich hier erwartet, du... Ja, das ist zum Beispiel so eine perfekte Stelle, um zu zeigen, so, Alter, hier, so rappt man. Das ist auch so ein Ding, das hätte ich vor ein paar Jahren noch anders gemacht, das ist diese Education und mich nerven Leute, die an diesem Punkt noch nicht sind. So viele Leute hätten da dann so Double Time oder alles, was sie können. Und ich hab mir gedacht, ich rap da ein Pattern, Alter. Ne? Ich versetz einen Reim ein bisschen nach hinten, zeig, dass das geil float, zieh die Silbe über die 8 drüber
und zeige damit, ohne Double Time oder sowas zu müssen, dass ich einfach der saubere, solidere Rapper bin und in normaler Geschwindigkeit trotzdem zeigen kann, dass ich Welten weit weg bin vom Flow. Der beste Twitch-Streamer, Cash, kannst du noch rappen? Big Raid. Texte schreibt, deine Message zeigt oder eine Punchline aufbaut, wenn man bettelt, weißt du, was dich hier erwartet, du läufst frontal in mein Messer rein, ich würde lieber sterben, weil so behindert wie Nevis sei, was bringt dich denn dazu, bei Julians Vlog mitzumachen, selbst wenn du Acapella rappst, klingst du noch Offbeat, du Lappen. Also, ja, Mann, selbst wenn du Offbeat rappst, klingst du, was? Cash, das ist Welten entfernt vom Flow notiert, hä, was? Nee, selbst wenn du Acapella rappst, kriegst du Offbeat, du Lappen. Bei Julians Vlog mitzumachen, selbst wenn du Acapella rappst, klingst du noch Offbeat, du Lappen. Ich bin mir sicher, dass du nach dem Battle Sanitäter brauchst, denn nur aus Mitleid heb ich mir den Double Time für später auf. Das ist, als ob du Schläge an dein Doppelkind kassierst, denn trotz dieser Sly bist du die größte Fotze im Turnier. Du siehst angefroren aus. Da kam schon die Sly-Sticheleien, ja, das wird ja auch noch interessant, Bruder. Da gehen wir ja auch noch rein. Und für den Front vorhin auf jeden Fall geht es schon mal an Sly, Bruder. Ich werd diese Reaction so krass manipulieren, Digi. Ich gehe da richtig vorbelastet jetzt rein. Das denn trotz dieser Sly bist du die größte Fotze im Turnier. Was geht an die Neuen? Irgendwie Raid, aber irgendwie doch nicht Raid. Auf jeden Fall anscheinend paar neue Leute hier. Freut mich, dass ihr da seid, meine Lieben. Ach doch, guck mal. KuchenTV raidet mit einer Gruppe von 3511 Personen. Bruderherz! Vielen Dank, mein lieber Alter. Schön, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen an alle Neuen. Diejenigen, die mich kennen, mein Name ist... diejenigen, die mich nicht kennen. Mein Name ist Cash Slay. Ich bin Rapper, Streamer und derjenige, der dafür sorgt, dass KuchenTV bei der Gamescom durch Köln laufen kann, ohne in die Fresse zu kriegen. Schön, dass ihr da seid. Wir gucken gerade eine Reaction von meinem alten Rivalen Gio auf meine damalige Runde gegen einen Behinderten. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu sehen. Hinterher haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen anderen Content. Ich wollte in die Synergy-Thematik mal reingehen. Und ich habe irgendwie gerochen, dass Kuchen heute raidet. Das bedeutet, jetzt, wo ihr da seid, gehe ich davon aus, dass wir uns wahrscheinlich das Kuchen-TV-Video zu Synergy angucken. Und danach geben wir uns ein Best-of von Schlägereien und Ausrastern im Deutschrap. Wen das interessiert, der kann natürlich sehr, sehr gerne hierbleiben. Ich freue mich über jeden. Dankeschön, Kuchenbruder. Und... ja, ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Wir sind hier leider schon relativ am Ende. Gio ist jemand, der mich zweimal aus dem JBB geschmissen hat, mittlerweile auch Streams macht und sich hier meine Sache angeschaut hat. Wir machen eine Reaction Inception. Und für alle in diesem Stream wird geflucht, geraucht und getrunken. Wer damit ein Problem hat, soll sich ficken und weggehen. So, Dankeschön. Sag mal, dass du hart zurückgeblieben bist, denn dein schienenes Macho gefällt dir auf deinem Face. Kleiner, fällst du aus dem Rollstuhl, fühlst du dich wie ein Stage-Diver. Auch geil, fällst du aus dem Rollstuhl, fühlst du dich wie ein Stage-Diver, Digga. Gefällt dir auf deinem Face. Kleiner, fällst du aus dem Rollstuhl, fühlst du dich wie ein Stage-Diver. Quickstop, echt Bombe damals, ne? Aber ist geil, ich glaube, der Einstieg von meinem dritten Part hier, da ist diese Stephen Hawking-Line. Und diese Stephen Hawking-Line feier ich bis heute tot, Alter. Finde ich sehr nice von Quicks, Digga. Ich schäme mich eigentlich darüber zu reden, doch neben dir sieht Stephen Hawking aus wie das blühende Leben. Junge, die ist so geil. Warte, ich muss mir erst ein neues Bierchen aufmachen. Übrigens ein sehr prominentes Bierchen. Das habe ich nämlich letzte Woche bei, bei der Podcast-Premiere, der 100. Folge von Rezo und Julian Bam. Die haben dazu so eine Party gemacht letzte Woche in Köln. War ich lieberweise auch am Start. Schöne Grüße an Rezo an der Stelle. Und habe mir einfach am Ende, wie es sich gehört, so noch den Kühlschrank leer gemacht und so alle Taschen gefüllt und noch irgendwie 10 Bier oder so abgezogen. Rezo, wenn du das siehst, sorry, aber ich glaube, du kannst das finanziell verschmerzen, oder? So, ich bin mal gespannt, wie Gio auf die Stephen Hawking Line reagiert. Ich bin eigentlich darüber zu reden, doch neben dir sieht Stephen Hawking aus wie das blühende Leben. Ist das assi, Alter? Das kann ich bist nicht. Bist du schon volljährig? Mr. Pink TV. Ich möchte dir von Herzen dafür danken. Ich werde nächstes Jahr 30. Danke. Das ging runter wie Öl gerade. Nicht mehr supporten, Bruder. Das kann das ich nicht mehr supporten. Das kann ich nicht mehr supporten, Bruder. Das geht ja, nicht. Ich stehe mich eigentlich darüber zu reden, doch neben dir sieht Stephen Hawking aus wie das blühende Leben. Deine Ma dachte bei der Geburt, wenn Fehler passiert, du Lappen, hat dich gesehen und sich sofort sterilisieren lassen. Und seitdem forschen täglich Doktoren an ihm, denn er war Zweifel auf an der Evolutionstheorie. Ja,
Ja, ich mag so völlig überspitzte Zeilen, Digga. Und seitdem forschen täglich Doktoren an ihm, denn er warf Zweifel auf an der Evolutionstheorie. Du ekelhaftes Wesen, wie kann man so widerlich sein? Mit deinen Kinderfotos werden Pädophile geheilt. Dein Aussehen ist so ein Kopfweg. Ich glaube, du... Hey, wo ist die Geoline, Digga? Da musst du jetzt die Geoline kommen, Bruder. Mit deinen Kinderfotos werden Pädophile... Werden Geos geheilt? Bro, verpasst einfach. Geos geheilt, warum nicht genommen? Die Evolutionstheorie-Line ist meine Lieblingsline. Ja, guck mal, ich finde, hier sind schon einige Highlight-Lines drin gerade, ne? Also die Stephen Hawking-Line ist geil, die Evolutionstheorie-Line ist geil. Mit deinen Kinderfotos werden Pädophile geheilt, ist aber auch, ist auch ein Brett, Alter. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Perfektes Standbild, ja, danke schön. Ich bin einfach der, ich wollte Neves sein, aber ich könnte auch der kurzhaarige Parabelritter sein. Ich glaube, du bist gar nicht behindert, das ist nur eine Ausrede für deine Optik, du behinderter Gnom. Dank deinem Matschauge nenne ich dich auch ohne Zweck zu reimen, in verwirrten Zyklop. Das Talent von deinem Ghostwriter kommt technisch manchmal ein bisschen durch. Aber es ist wirklich crazy, ne? Wenn man sich überlegt, Bruder, das ist 5 Jahre her und ich würde fast sagen, ich sehe jünger aus, Digga. Ich würde fast sagen, ich sehe jünger aus als da. Was vielleicht daran liegt, dass ich nicht mehr kokse, Digga. Aber Real Talk, ich sehe einfach jünger aus als da, oder? Ja, aber guck mal, er sagt selbst, textlich gar nicht so bad, wie man im Vergleich zu dem, wie es gerappt ist. Ne? Das liegt an der Lockenfrisur. Ja, aber das ist ja, ich lasse meine Haare gerade wachsen, das war Zufall. Ich bin aus der Dusche gesteppt, dachte, boah, ist ganz geil, ich sehe aus wie Jonas Ems und habe einfach Haarspray reingetan und dachte mir, so bleibt. Lässt er hier so ein bisschen durchblicken. Ist geschlagen, ich habe Nevis begraben, Mann, aber er war nur der erste unter 6 Kandidaten. Du siehst angefahren, jetzt schmalt dich krüppelt in der Bild, schon eine Stimme merkt man, dass du hart zurückgeblieben bist. Hey, dein Schienen ist matt, schau, gefällt dir aus deinem Face, kleiner Fenster aus dem Bausch, du fühlst dich wie ein Stage-Diver. Rottkari, du Wichser. Aber geile Battle-Runde, du, Digga, ich sag dir ehrlich. Nicht auf dem Schirm gehabt, dass Maschallah, 2018 Dankeschön. Noch so nice Battles gab. Dankeschön, Bruder. Nice. Ich fand den ersten Teil trotzdem irgendwie noch krasser, weil der mich irgendwie so geflasht. Ich hätte mir gewünscht, der wäre noch ein bisschen länger gegangen. Ich habe in der zweiten Hälfte erstmal ein bisschen gebraucht, um mich wieder darauf einzustellen. Okay, jetzt geht's ein bisschen in die Fresse. Trotzdem war der zweite Teil dann sehr nice. So, Kriegs hat einen geilen Hook gemacht, es waren auch viele coole Lines dabei. Insgesamt eine krasse Runde, Digga. Oh, es gab leider keine Analyse. Gerade bei so einem Battle, wirklich, Bruder? Da gab's. Das ist enttäuschend. Das ist wirklich traurig, Alter. Jo, geil, Schnittprogramm ist abgeschmiert und Analyse ist weg. Kein Bock mehr zu leben. Das ist so gelogen, Digga. Schnittprogramm ist abgeschmiert. Das ist so eine dreckige Lüge. Ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube ihm das nicht. Ich glaube Julian das nicht. Der hat keinen Bock gehabt in dem Jahr. Dem ist eine Kohle zu Kopf gestiegen und das war's, Digga. Fertig, aus. Cassius Clay ist weiter. Hier eine stabile Analyse von JGG vom JBB 2015 als Entschädigung. Außerdem noch eine schlechte Nachricht für euch. Das JBB 2018 muss ich leider wegen interner Umstrukturierung vorerst unterbrechen. Morgen kommt noch Richard VS2. Danach ist erst ein paar Wochen Pause. Da war dann irgendwas los, ne? Interner Umstrukturierung. Da war irgendwas, Digga. Paar Wochen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass Julian im Knast war, Alter. Hat der da regelmäßig gepostet? Weil das wäre irgendwie so eine Erklärung für alles. Was ist denn, wenn Julian wegen irgendwas in den Bau gegangen ist? Könnte das nicht sein? Entzug wäre auch eine Möglichkeit. Cash ist gegen Timematic, wäre krank gewesen. Ja, aber Julian hat ja beschlossen, mich gegen Sly fliegen zu lassen. Ich kann nur sagen, dass Schnittprogramme eigentlich nie Projekte bei Abstürzen löschen. Bei mir ist Lightwork schon so oft. Ja, im Normalfall, Bruder, speicherst du halt zwischen, ne? Wenn du was schneidest oder was cuttest, ich kenne das ja selber. Du speicherst halt so alle halbe Stunde oder so speicherst du mal ab. Das heißt, selbst wenn dein scheiß Schnittprogramm abschmiert, hast du normalerweise die Datei noch da. Also es ist weird. Es ist weird und ich fand es auch damals enttäuschend und ein bisschen respektlos, muss ich sagen. Aber was willst du machen? It is what it is, Alter. Gut.